Willkommen zu einem neuen Part von Isaac. So. Wir lassen den Zufall entscheiden. Ja. Nein, nicht continue. Guter Zufall. Gib mir einen Charakter, den ich schon fertig habe. Okay, der Zufall hat keinen Bock. Also wähle ich einfach irgendeinen Charakter aus. Tainted Azazel. Mit dem haben wir lange nicht mehr gespielt. Okay. Wir gehen zu Lamp. Ich bin im Moment nicht so scharf drauf auf die stärkeren Bosse wie Mother und so. Ich weiß nicht. Habe ich momentan keine Lust drauf. Oh, PhD. Wäre natürlich stark. Komm, wir gucken hier rein. Cool, danke. Gutes Item. Wirklich gutes Item. Wenn es sich aktiviert, ist es unglaublich stark. Da. Beste Beispiel. Habt ihr vielleicht... Nee, ihr habt keine Bombe für mich, wa? Boah, ich würde so gerne PhD mitnehmen. Nice. Okay, ich habe noch... Ich kann mir für 3 Cent eine Bombe kaufen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wird nicht reichen. Wir machen es so. Ich würde halt sehr gerne PhD mitnehmen. PhD könnte halt stark sein. So. Was haben wir denn hier Schönes? Eigentlich sollte ich langsam mal anfangen. Hier mit Tainted. Boah. Mit Tainted Jacob was zu machen, wa? Auch stark. Das Pillending ist halt auch stark. In Kombination mit hier mein PhD könnte das echt gut sein.
Goldene Bombe. Perfekt. So, dann sprengen wir mal alles in die Luft. Nee, hier kann kein Secret Room sein. Hier auch nicht. Hier eventuell. Hier kann auch kein Secret Room sein. Hä? Oh, okay. Komm schon. Ich brauche noch eine Münze. Kann nicht wahr sein. Nee. Reicht schon. Ich brauche gar keine Münze mehr. Haha. Was haben wir hier? Moon. Okay. Ich gehe nicht in den Devil Deal. Bombs are key. Perfekt. Jetzt glaube ich, habe ich nur noch ein schwarzes und ein halbes schwarzes Herz. Nee, ich hatte doch ein Soul Heart gefunden. Ich kann mir auch noch ein Soul Heart kaufen. Nee, die Batterie benutze ich nicht. Nee, da gehen wir auch nicht rein. Macht keinen Sinn. Okay. Au. Ich kann mich hier doch raus teleportieren. Glitch Throne. Oh mein Gott. Ernsthaft. Ich habe Glitch Throne, glaube ich, noch nie benutzt. Das wird auf jeden Fall eine Erfahrung werden. Den Schlüssel lieber behalten. Oh fuck. Kann ich vielleicht mal ein Tears-Up oder sowas finden? Nimmst du schon sowas wie PhD mit und kriegst nur dumme Kacke. Ja, machen wir. Könnte gut werden. Könnte halt wirklich gut werden. Wir gehen schon mal zum Boss.
Yo. Damage erhöht. In den Shop will ich nicht. Ich habe nicht genug Geld. Dann will ich lieber hier oben mein Glück probieren. Fuck. Das wollte ich nicht. Shit. Ja gut. Forget me. Machen wir die Ebene nochmal neu. Ich weiß nicht, die Augen wollte ich eigentlich nicht haben. Jetzt mein Laser halt auch kleiner geworden. Augen sind halt auf. Glitched Crown. Ich kann das doch nicht. Ich weiß, dass man das irgendwie mit Pause und so und dann kann man das kriegen, was man will, aber ich kann es doch nicht. Herzen. Oh, nice. Okay, jetzt lohnt es sich, in den Shop zu gehen. Jetzt lohnt es sich wirklich, in den Shop zu gehen. Jetzt haben wir viel, viel Geld. Was haben wir hier drin? Normale Kiste. Hm. Oh, Money, Money, Money. Ein Goldraum? Ne, im Goldraum haben wir auch noch nicht. Sind zwar ein paar interessante Sachen bei, ja, aber nee. Ach, leck mich doch. Das wollte ich halt auch nicht mitnehmen.
Eigentlich wollte ich Capricorn einfach meine Stats ein bisschen erhöhen. Okay, nee. Secret Room, ich habe gar keine Bombe. Okay, ich verstehe schon. Wir gehen einfach zum Boss. Nachdem wir hier drin waren. Oh mein Gott, wie dumm. Junge! Was will ich denn? Okay. Ich brauche zwar langsam auch ein paar Herzen, aber der Damage stimmt auf jeden Fall schon mal. Uninteressant. Auch eher uninteressant. Würde ich jetzt gerade nicht benutzen wollen. Aber ich brauche irgendwas, was diese dummen Augen überschreibt. Okay, nice. Es wird ein Dr. Fetus Run. Vielleicht wird's ja gut. Vielleicht wird's ja ein guter Dr. Fetus Run. Bombe. Das wollte ich eigentlich nicht. Das ist das Item, was ich eigentlich nicht wollte. Ich wollte irgendeins, das mir Herzen gibt. Okay. Was haben wir hier? Warum kriege ich denn so viel Geld? Oh.
Boom. Yes. Ein HP ab. Ah, es war so klar. Läuft aber gut mit Dr. Fetus. Muss ich ehrlich sagen, also. Taking. Nee. Okay. Ein Secret Room muss hier aber irgendwo noch sein. Goldraum habe ich auch. Aber der Secret Room kann halt überall sein. Okay, wonach? Nice. Komm, wir machen den Engel. Auch wenn wir den Schlüssel nicht brauchen. Okay, nächste Ebene. Und jetzt Stairway to Heaven, gib mir was Cooles. Kriegen einfach Sacred Heart. Ich glaub's nicht. Jetzt sind's Homing-Bomben. Okay. Auch wenn ich die Bomben jetzt am liebsten nicht hätte, weil Sacred Heart alleine wäre schon tausendmal geiler. So, was haben wir denn? Drop mir ein Bomben-Item. Oh. Nein. Ich bin so gut wie tot. Ich bin so gut wie tot. Wie soll ich das denn machen? Das ist halt gar nicht gut.
Gott. Oh mein Gott. Cool, das Buch wollte ich eigentlich gar nicht haben, aber ist okay. Ich muss halt jetzt immer irgendwie in Bewegung bleiben. Es ist eigentlich so ein guter Versuch, auch wenn man hier Dr. Fetus hat, aber Markt, dieses automatische Schießen der Bomben, das ist Hölle. Und dann sind es auch noch diese Riesenbomben. Das ist gar nicht gut. Ich werde sowas von sterben. Okay. So. Ach, fuck, ich wollte zu... Da war Genesis irgendwo. Nach der Krone. Ich wollte eigentlich zu... Oh, fuck. Boah, Junge, keine Ahnung.
Nehmen wir das noch mit. Tough Love. Oh. Ich habe keine Ahnung. Satanic Bible ist natürlich stark, aber... Ich wollte eigentlich zu Lamp gehen, ne? Fuck. Ja gut, jetzt kannst du Lamp vergessen. Flip. Soll ich denn mit Flip? Na gut, wir werden den Run wahrscheinlich zum Ende bringen können. Das sieht nicht so aus, als würde ich jetzt nochmal sterben. Ah, aber ist halt trotzdem ärgerlich. Ist halt so zu sehen vergeudeter Run, ne? Wir gehen jetzt zu Bossen, die wir schon besiegt haben. Vielleicht schaffe ich... was bringt mir Hasch? Weiß ich nicht. Bringt mir, glaube ich, nichts, wenn ich bis zu Hasch schaffe. Kann ich mich nach Hasch nochmal entscheiden, wo ich lang gehen will? Ich glaube nicht, oder? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Können das noch mitnehmen. Wir können wenigstens Satan machen. Wenn wir schon The Lamp nicht schaffen, weil ich einfach zu dumm war, können wir wenigstens Satan machen. Das ist doch was. Ach du Scheiße. Gib mir Guppy's Tail. Lockdown. Speed up. Speed down. Infested. 9 Lives. Ich bin Guppy. Jetzt bin ich Guppy und es bringt mir nichts. Hm. Komm rein da. Bring was einfach zu Ende.
Yay. Hä? Habe ich irgendwas verpasst? Bin ich irgendwie... Keine Ahnung. Irgendwas checke ich gerade nicht. Ist das nicht eigentlich so, du nimmst das Polaroid mit und kommst dann nur in die Chest? Jetzt habe ich das Polaroid und bin hier im Darkroom. Das macht gerade irgendwie keinen Sinn für mich. Continuum. Aber gut, hey. Ich meine, ich will nicht meckern. Ich wundere mich gerade nur so ein bisschen. Ich meine, ich finde es ja gut, dass wir hier sind. Können wir ja doch Lamp machen. Können wir doch was Sinnvolles schaffen. So, was ist eine Goldchest? Isaacs Hart, mhm. Nehme ich auf jeden Fall mit, also wirklich, also. Warum? Ich habe doch keine Schlüssel. Das ist ein Secret Room. Ja, ich werde auch keine Schlüssel mehr finden. Guppy's Tale, keine Chance. Wie soll ich da jetzt noch irgendwie an Schlüssel kommen? Komm, machen wir Lambe im Platt. Ja. Wie erwartet. Eben schnell zerstört. Wicked Crone. Ja gut, Leute. War ein schneller Run. Ich hätte nicht gedacht, dass wir da noch hinkommen, wo wir hinwollen, aber wir haben es geschafft. So, das war's für heute. Seid morgen beim nächsten Part wieder mit dabei. Habt noch einen wunderschönen Tag. Und ich sag bye bye.